Mittlerweile hat fast jeder von uns ein Verständnis übers Klima. Was aber, wenn manche deiner Annahmen komplett falsch sind? Ich bin ein Büchernerd. Letztes Jahr habe ich 52 Bücher gelesen und gehört. Natürlich auch ein paar übers Klima. Da habe ich einige Fakten gelernt, die mich überrascht haben. Zum Beispiel, dass wir Menschen jetzt schon so viel CO2 ausgestoßen haben, um die nächste Eiszeit in 50.000 Jahren zu verhindern. In diesem Video bekommt ihr meine Top-Highlights aus diesen 7 Büchern. Besonders auch die, bei denen ich falsch lag. Und ich bin mir sicher, die Aufmerksamen unter euch werden einen Weg finden, diese 3 Bücher hier abzustauben. Das erste Buch, das ich jemals übers Klima gelesen habe, war das hier. Es ist winzig, mit einfachen Worten erklärt und dank der vielen schönen Illustrationen ziemlich einfach zu verstehen. Es ist also das perfekte Einsteigerbuch. Das Wichtigste, was ich in diesem Buch gelernt habe, die Erderwärmung, die wir gerade erleben, liegt wirklich an den Treibhausgasen und zum größten Teil an CO2. Hier wird ganz klar aufgezeigt, welche Faktoren zu welchem Anteil auf die globale Durchschnittstemperatur wirken. Wenn man die alle miteinander verrechnet, bleibt als Erklärung für den messbaren Temperaturanstieg nur noch übrig, dass wir Menschen die Konzentration an Treibhausgasen in der Atmosphäre erhöht haben. Will nicht jeder hören, ist aber trotzdem so. Kommen wir als nächstes zu diesem Buch hier. Das hat Bill Gates geschrieben. Es ist entsprechend datengetrieben und das finde ich gut. Es hat mir eingebläut, bei neuen Lösungen immer zu fragen, um welchen Anteil der jährlich 51 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten geht es, wie viel Energie braucht das, was kostet es und wie viel Platz braucht es. Ich finde, das Buch macht einen super Job darin, einem diese datenbasierte Denkweise näher zu bringen. Aber einer der Fakten, der bei mir am meisten hängen geblieben war, war der hier. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser nimmt sie auf. Das ist noch nichts Neues, das wissen die meisten von euch schon. Das zieht natürlich Feuchtigkeit aus dem Boden, führt also zur Dürre. Gleichzeitig knallt dann einfach mehr Wasser wieder runter, wenn es dann mal regnet. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört und wir sehen das ja gerade im Sommer auch leider immer mehr. Was für mich aber neu war, auch wenn es logisch ist, ist die Luft dann mal gesättigt an Wasserdampf, kann sie also kein zusätzliches Wasser mehr tragen. Das kann ziemlich doof sein, wenn es gerade Hochsommer ist und unser Körper versucht, durch Schweißverdunstung sich selbst zu kühlen, der Schweiß aber einfach nicht verdunsten kann, also auch nicht kühlen kann. Ab 2030, also in 7 Jahren, droht aus diesem Grund jährlich Hunderttausenden Menschen der Tod durch Hitzschlag. Ähnliche Infos kommen aus diesem Buch hier, das von einigen hoch anerkannten deutschen KlimawissenschaftlerInnen geschrieben wurde. Im Hitzesommer 2030 sind 70.000 Menschen in Europa gestorben, nur an der Hitze. In Frankreich zum Beispiel war die Übersterblichkeit höher als während der Corona-Pandemie. Ein Fakt noch, der mich aus dem Buch noch länger beschäftigt hat: Wenn es heißer wird, verschieben sich ja Klimazonen. Das heißt, Lebewesen werden vom Äquator aus nach Norden und nach Süden wandern, weil es am Äquator ja am heißesten ist. Soweit so logisch. Was für mich aber neu war, auch den Berg hinauf. Also Lebewesen, die unten am Berg leben, werden natürlich, wenn es da zu heiß wird, immer weiter den Berg hochwandern, bis von dieser vielen Fläche unten irgendwann einfach kein Platz mehr übrig ist oben. Okay, das zieht runter, das merke ich selbst. Auch von deutschen WissenschaftlerInnen geschrieben, aber deutlich unterhaltsamer ist das hier. Übrigens wurde auch ein Kapitel von Elena beigesteuert, vielleicht erinnert sich noch jemand von euch an sie, aus einem meiner Videos. Ich glaube, das war das Buch, das mir am meisten Spaß gemacht hat beim Lesen, obwohl es auch hier ein paar Schocker gab. Das Buch stellt zum Beispiel die Frage, warum der Regenwald eigentlich immer noch bedroht ist, obwohl wir alle ordentlich Krombacher Bier gekauft haben. Handeln und genießen. In dem Buch geht es nicht nur ums Klima, sondern um verschiedene Umweltthemen, aber eben auch um unsere Emissionen. Übrigens, ein Asienurlaub verursacht deutlich mehr Emissionen, als man durch eine vegetarische Ernährung einsparen könnte. Ein Fakt, der mich überrascht hat, war, dass wir den gesamten deutschen Energiebedarf nur mit Photovoltaik allein decken könnten und das sogar ohne in Flächenkonkurrenz mit der Landwirtschaft zu kommen. Wir müssen sowieso alles elektrifizieren und den Strom erneuerbar herstellen, logischerweise. Ich weiß, das ist keine überraschende Erkenntnis, aber eine der 5 großen Transformationen, die der Club of Rome in seinem neuen Buch hier vorstellt. Diese 5 Transformationen sollen die Wahrscheinlichkeit, dass alle Menschen auf diesem Planeten angenehmer leben können, deutlich erhöhen. Eines davon ist also der Umbau unserer Energieversorgung. Dann, sagen sie, müssen wir unsere Lebensmittelsysteme transformieren. Also kein weiteres Ausdehnen von Anbauflächen, gesündere Essgewohnheiten und ein klügerer Umgang mit den Lebensmitteln, die wir erzeugen. Also nicht mehr so viel in den Müll wandern lassen. Noch spannender finde ich aber die anderen 3 Punkte, die sind nämlich super wichtig, um das Gemeinschaftsgefühl in einer Gesellschaft zu steigern. Globale Armut beseitigen, Frauenrechte stärken bis zu einer kompletten Gleichstellung und die Kluft zwischen Arm und Reich verringern. Hier schlagen sie ganz konkret vor, eine Universal Basic Dividend einzuführen. Das ist eine Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des eigenen Landes, das allen Menschen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt wird. All das soll dafür sorgen, dass sich mehr kluge Köpfe an den Lösungen für die aktuellen Herausforderungen beteiligen wollen. Und das wollen wir doch alle, oder? Das Buch ist eine Art Appell an die Regierungen dieser Welt. Ein Appell an uns alle ist dieses Buch hier von Maya Göpel. Das Buch beschreibt ein hoffnungsvolles Szenario für unsere Zukunft mit echten Beispielen, die heute schon zu finden sind. Seitdem ich es gelesen habe, versuche ich, ihren Vorschlag zu folgen und nicht mehr Umwelt zu sagen, sondern Mitwelt. Wir leben ja alle mit der Welt um uns herum und sind von ihr abhängig. Jede Verschmutzung unserer Mitwelt schadet uns letztlich selbst.
Ein Fakt, der bei mir hängen geblieben ist, war der hier. Jeder Kilometer, den jemand mit dem Auto fährt, kostet der Gesellschaft ca. 27 Cent. Das sind die Kosten für Straßen, Instandhaltung, Unfallschäden und mehr. Diese Kosten zahlen wir alle. Aber jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad gefahren wird, spart uns allen gut 30 Cent. Das liegt hauptsächlich daran, dass Radfahren gesünder ist und Krankheiten vorbeugt, die ja sonst auch wieder Kosten für die Allgemeinheit verursachen würden. Insofern, gern geschehen. Und zum Ende noch ein Buch, in dem es um Lösungen geht. Es ist von denselben Autoren wie das Buch vom Anfang und ist auch sehr ähnlich aufgebaut, sieht ähnlich aus und so weiter. Beschäftigt sich aber eben nur mit Klimalösungen. Ich fand es wertvoll zu sehen, dass wir die meisten Lösungen schon auf dem Tisch liegen haben und nur noch umsetzen müssen. Die Hauptsache, die ich in diesem Buch gelernt habe, war, es reicht nicht aus, aufzuhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen. Wir haben jetzt schon zu viel CO2 in die Atmosphäre gepumpt und dieses zu viel, das müssen wir da wieder rausholen. Es gibt aber auch schon 7 vielversprechende Lösungen, das zu tun. Welche das sind und warum ich Bäume pflanzen nicht für die vielversprechendste davon halte, das erfährst du, wenn du hier klickst.